As you have deeply thought in philosophical field. Herr Professor, Sie haben jahrzehntelang über das Wesen des Menschen nachgedacht. Zu welchen Einsichten sind Sie gekommen? Die entscheidende Erfahrung meines Denkens. Und das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Und diese Frage ist deshalb von Bedeutung, weil wir im abendländischen Denken das Wesen des Menschen dadurch bestimmen, dass er in Bezug zum Sein steht und existiert, indem er dem Sein entspricht. Das heißt, der Mensch ist als dieser Entsprechende dasjenige Wesen, das Sprache hat. Und im Unterschied, glaube ich, zur buddhistischen Lehre, ist im abendländischen Denken ein wesentlicher Unterschied gemacht zwischen dem Menschen und den anderen Lebewesen, Pflanze und Tier. Der Mensch ist ausgezeichnet dadurch, dass er Sprache hat, das heißt dadurch, dass er in einem wissenden Bezug zum Sein steht. Und diese Frage nun nach dem Sein ist in der bisherigen Geschichte des abendländischen Denkens nicht gestellt oder deutlicher gesagt, das Sein selbst hat sich in dieser Hinsicht für den Menschen bisher verborgen. Und deshalb muss nach meiner Überzeugung diese Frage jetzt gestellt werden, um zugleich eine Antwort zu bekommen, was und wer der Mensch ist. Is it good to make a new way of thinking towards? Wäre es nach Ihrer Meinung besser, eine neue Grundhaltung zum Leben zu schaffen? Oder soll man die bisherigen Lehren der Religionen vertiefen? Ich glaube, dass ich schon durch die Darlegung der Antwort auf Ihre erste Frage deutlich gemacht habe, inwiefern ein neuer Weg des Denkens notwendig ist. Und er ist vor allem deshalb notwendig, weil von der Religion aus diese Frage nicht gestellt werden kann. Und sie ist ferner notwendig, diese Frage zu stellen, weil das westliche Verhältnis zum Ganzen der Welt heute nicht mehr durchsichtig ist, sondern verworren, teils durch die verschiedenen Richtungen des Glaubens, der Kirchen, durch die Philosophie, durch die Wissenschaft und durch den merkwürdigen Tatbestand, dass man heute in der modernen Welt die Wissenschaft selbst für eine Art von Religion hält. Ein Satz, den ich Ihnen nachher noch etwas deutlicher machen werde. Weshalb versuchen Sie nicht, Ihre Gedanken über moderne Medien wie Radio und Fernsehen den Menschen mitzuteilen? Die Aufgabe, die dem Denken gestellt ist heute, wie ich es verstehe, ist in einer Weise neu, dass es eine ganz neue Methode des Denkens verlangt. Und diese Methode kann nur im unmittelbaren Gespräch von Mensch zu Mensch und durch eine lange Einübung und durch eine Übung des gewissermaßen des Sehens im Denken erreicht werden. Das heißt, diese Art des Denkens
ist zunächst nur für wenige Menschen vollziehbar, kann aber dann mittelbar durch die verschiedenen Bereiche der Erziehung den anderen Menschen mitgeteilt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Heute kann bei uns jeder mit einem Radioapparat oder mit dem Fernsehapparat operieren, ohne dass er weiß, welche physikalischen Gesetze dahinter stehen, ohne dass er weiß, welche Methoden für die Erforschung dieser Gesetze notwendig waren. Methoden, die im Grunde in ihrem eigentlichen Gehalt heute vielleicht nur 5 oder 6 Physiker verstehen. Und so ist es auch zunächst mit diesem Denken. Dieses Denken ist zunächst so schwierig, dass nur wenige Menschen dafür erzogen werden können. Aber das könnte leicht ein Missverständnis hervorrufen, als wären diese Menschen nun ausgezeichnete Menschen. In Wahrheit kann jeder Mensch, sofern er ein denkendes Wesen ist, dieses Denken vollziehen. Aber in unserem Erziehungssystem und gemäß unserer Geschichte sind nur wenige Menschen imstande, die Voraussetzungen für dieses Denken sich anzueignen. Gibt es einen Berührungspunkt zwischen der Technik und der Philosophie? Auf Ihre Frage würde ich sagen, ja. Und zwar ein sehr wesentlicher Zusammenhang. Und zwar zunächst dadurch gegeben, dass die moderne Technik aus der Philosophie entstanden ist. Aus der modernen Philosophie, die zum ersten Mal den Satz aufgestellt hat, nur dasjenige, was ich klar und deutlich, das heißt mathematisch gewiss erkenne, ist wirklich. Es gibt einen berühmten Satz eines deutschen Physikers, Max Planck, der lautet, wirklich ist nur das, was messbar ist. Und dieser Gedanke, dass die Wirklichkeit nur so weit dem Menschen zugänglich ist, als sie messbar ist, im Sinne der mathematischen Physik, dieser Gedanke bestimmt die ganze Technik. Und sofern dieser Gedanke zuerst gedacht wurde von Descartes, dem Begründer der neuzeitlichen Philosophie, ist der Zusammenhang zwischen der modernen Technik und dem philosophischen Denken ganz klar. Menschen ohne Religion werden im Westen oftmals den Kommunisten gleichgesetzt. Andere dagegen, die nach religiösen Geboten leben, werden als verrückt bezeichnet. Wie denken Sie darüber? Diese Aussagen, wer ohne Religion lebt, ist Kommunist, und wer mit Religion lebt, ist verrückt, sind gleichsam Vorwürfe, die gemacht werden, und die man aber, glaube ich, beseitigen kann, wenn man verlangt, zu überlegen, was hier Religion heißt. Wenn Religion bedeutet, wie das Wort sagt, Rückbindung an Mächte und Kräfte und Gesetze, die das menschliche Vermögen übersteigen, dann kann man sogar von einer atheistischen Religion sprechen, nämlich vom Buddhismus, der keinen Gott kennt und trotzdem eine Religion, eine Bindung in sich enthält. Ich würde also sagen, dass auch Menschen, zum Beispiel wie die Kommunisten, eine Religion haben, nämlich sie glauben an die Wissenschaft. Sie glauben unbedingt an die moderne Wissenschaft. Und dieser unbedingte Glaube, das heißt das Vertrauen auf die Sicherheit der Ergebnisse der Wissenschaften, ist ein Glaube und ist in gewissem Sinne etwas, was über den einzelnen Menschen hinausgeht und ist also eine Religion. Und ich würde sagen,
Kein Mensch ist ohne Religion und jeder Mensch ist in gewisser Weise über sich hinaus, das heißt verrückt. Sollte man Religion und Philosophie abschaffen, weil sie trotz ihres vieltausendjährigen Bestehens niemals so auf das menschliche Leben einwirken konnten, wie sie es beanspruchten, und weil zudem Religion und Philosophie einander widerstreiten? Man darf und kann das Denken und das Glauben nicht abschaffen, weil sie in einer langen Geschichte nicht das erreicht haben, was sie anstreben. Und man kann deshalb dieses Denken und das Glauben nicht abschaffen, weil das Wesen des Menschen endlich ist. Weil der Mensch seinem Wesen nach immer zu neuen Versuchen genötigt ist. Und gerade in der jetzigen Zeit würde ich meinen, indem ich auf die erste Frage zurückgehe, dass die Besinnung darauf, was und wer der Mensch sei, nötig ist, heute, wo die Gefahr besteht, dass der Mensch ganz der Technik ausgeliefert wird und eines Tages zu einer gesteuerten Maschine gemacht wird. Sie haben noch eine andere Bemerkung, wo Sie auf Ihr eigenes Land Bezug nehmen und sagen, dass Ihr Land und Ihr Volk zu den unterentwickelten Völkern gehöre. Wenn man von unterentwickelt spricht, muss man immer fragen, welches Ziel ist gedacht für die Entwicklung? Nach der heutigen Auffassung der europäischen und amerikanischen bedeutet Entwicklung, das heißt zunächst zu einer modernen technischen Welt. Von diesem Gesichtspunkt aus würde ich sagen, dass Ihr Land aufgrund seiner alten und ständigen Überlieferung hochentwickelt ist, demgegenüber die Amerikaner mit ihrer Technik und ihren Atombomben unterentwickelt sind. What will be the way to harmonize the people? Gibt es einen Weg, die Menschen zur Eintracht zu bringen? Und könnte man diesen Weg übertragen auf eine konkrete Weltsituation, wie zum Beispiel in Ost- und West-Berlin? Diese Frage ist natürlich so allgemein gestellt, dass man zunächst unterscheiden muss zwischen den politischen Bedingungen für eine mögliche Einigung und den seelisch-menschlichen Bedingungen für das Zusammenkommen der Menschen. Für beide Bedingungen würde ich sagen, dass aufgrund unserer ganzen geschichtlichen Lage und aufgrund der Zersplitterung der Menschen in verschiedene Religionen, in verschiedene Philosophien, in verschiedenen Verhältnissen zur Wissenschaft, kein gemeinsamer Boden heute besteht, um sich unmittelbar und einfach zu verständigen. Sie müssen, glaube ich, hier einen großen Unterschied ins Auge fassen, der besteht in einem solchen europäischen Land mit dieser Geschichte und Vergangenheit und einem Land, in dem Sie Ihre Heimat haben. Sodass ich hier sagen müsste, wenn überhaupt hier in absehbarer Zeit eine mögliche Verständigung sich vorbereitet, dann kann sie nur geschehen, mal von den politischen Bedingungen abgesehen, durch eine Selbstbesinnung der Menschen auf allen Seiten. Aber diese Selbstbesinnung ist eben, wie ich schon in den anderen Fragen erwähnte, dadurch erschwert, dass wir heute nicht nur in Deutschland, sondern in Europa überhaupt
kein eindeutiges, gemeinsames, einfaches Verhältnis zur Wirklichkeit und zu uns selbst haben. Das ist der große Mangel, in der westlichen Welt steht und ist mit ein Grund der Verwirrung der Meinungen in den verschiedenen Bereichen.